da trennt sich die Spreu vom Weizen, meine Lieben. One and a half, Mom. Well, life's a bitch. Weiß und hat irgendwie nur ein paar kleine farbige Streifen und kann sehr schnell mit etwas anderem verwechselt werden, zum Beispiel mit anderen weißen Roboter oder einer Linie. Freies Feld richtet sich zum Schuss aus und ein Schuss und sogar und er rollt und er rollt. Sieht er den Ball, schafft er den Ball zu sehen, wird er aktiv. Und das wird knapp. Leipziger Angreifer gibt den weißen Punkt. Könnte auch der Ball sein, man weiß es nicht. So, der zweite Leipziger Angreifer gibt den Mittelpunkt. So, und die zwei Dortmunder haben sich um den echten Ball versammelt und wissen nicht, was man damit tun sollte. Jetzt ziehen ganz normal die Laptops per Wi-Fi, also mit WLAN. Und dann können sie sich abstimmen, wer zum Beispiel zu klein zum Ball gehen sollte. Und noch ein Versuch. Und noch ein Schuss. Ausgerichtet und geschossen. Der Goalie sieht aber den Ball. Sieht er den Ball. Ganz klar. Nochmal ein Hinweis. Der Roboter spielt absolut autonom. Und jetzt gerade ist es eine Premiere. Zum ersten Mal weltweit spielen die Roboter mit einem, ja echt, Handspiel. Bei dieser Messe vorbei. Es war toll hier, wir hatten sehr viel Spaß und wir hatten sehr gute Gelegenheit. Somit ist der Zweitplatzierte richtig noch an der Marcel-Fußball-Bank in die Box und die Startnummer 63 war schon mal da. Ne?
6 Sekunden für Donny Stock. Und die Boxengruppe von Sebastian macht sich bereit. Der Führer wird jetzt gleich in die Box kommen. Genau so ist es. Der Führer jetzt den Power-Safe-Sprung. Und die Crew macht sich bereit. Sebastian kommt jetzt zum Danke rein. Und ist drin. Der Zweitplatzierte ist jetzt im Power. Und jetzt wird es nochmal richtig eng. Führer auf die Gerade. Wer ist es? Das orange Fahrzeug. Auf seine Fahrt. Hier wird der Führer. Wette, Stadt Nummer 20, 23, 23. Jetzt fast direkt dahinter, Abstand im letzten Durchlauf.